Hallo, ich bin Flamu Nasiri, Inhaber und Geschäftsführer vom Sparregistor. Tatsächlich hatte ich auch ein anderes Angebot für eine Lehrstelle, aber schlussendlich habe ich mich für Sparen entschieden, weil das Unternehmen an sich selber mir gefallen hat. Ich habe zuerst 2 Jahre Lehre gemacht als Erlangungsassistent und dann habe ich noch 2 Jahre Lehre angehängt als Erlangungsfachmann. Ich bin von Anfang an sehr gut aufgenommen worden und sehr gut eingearbeitet worden und meine Berufsbildner sind auch immer hilfsbereit gewesen und haben immer zu denen gehen, wenn irgendetwas war. Dadurch, dass Spar eine eigene Akademie verfügt, konnte ich viele interne Kurse besuchen, sowie auch externe. Und in der Schule hat man natürlich auch verschiedene Fächer wie Deutsch, Englisch, Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter. Die Lehre hat sehr mein Leben verändert, weil durch Kundenkontakt und Kommunikation mit den Menschen habe ich dadurch sehr an Selbstvertrauen gewonnen. Ich bin am Morgen früh da, starte alles auf, mache das Geschäft auf, mich zuerst mal ein bisschen vorbereiten, dann kommt das Personal, trinken wir meistens einen Kaffee zusammen, machen wir ein kurzes Stehinfo und fangen die Mitarbeiter instruieren und jeder fängt dann in seiner eigenen Abteilung an mit Aufträge. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Sparregistor. Ich leite das Unternehmen und organisiere und plane alles, was drum und dran beinhaltet. Es ist wichtig, dass man immer dran bleibt, dass man ehrgeizig ist und den Kurs verfolgt, den schulischen Teil und natürlich auch das Praktische im Geschäft. Also man kann zuerst mal beim Spar eine Schnupperwoche machen, wo man hinter die Kulissen schauen kann, wie es wirklich so ein Tagesablauf aussieht und wie es wirklich dahinter ist, der Kundenkontakt und alles. Und wenn einem dann das gefällt, kann man sich beim Spar bewerben. Es wird ein Vorstellungsgespräch geben und es wird sich dann entschieden. Das Lustigste, was immer wieder vorkam, ist bei mir während meiner Lehre, vor allem am Anfang. Ich bin damals neu in die Schweiz gekommen und jedes Mal, als ich an die Kasse wollte sagen, habe ich mit Katze verwechselt und habe oft anstatt Kasse Katze gesagt. Und das war immer so lustig.